Lieben, ich bin es Sophia und ich begrüße dich herzlich zu einer Tea Time. Dafür habe ich heute extra mitgebracht Bio-Tee. Das ist pestizidenfreier Tee, der ist auch lose und wurde mir zur Verfügung gestellt von der Firma Xiaoyan Tea, was bedeutet auf Chinesisch entspann dich. Xiaoyan Tea. Und wir werden diesen Tee nun ausprobieren. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn dieser Tee auf heißes Wasser trifft. Da dürften wir einmal ganz genau zusehen und ganz in dem Moment sein. Hier hinten steht es auch nochmal drauf. Loser Tee, direkt vom Bauern aus China, wirklich ohne Zusätze, außer Aromen. Ich hatte in einem vorherigen Videos manchmal ein bisschen Kritik bekommen, dass ich Beutetee nutze. Ich habe mich zuvor mit dem Thema Tee noch gar nicht beschäftigt, aber jetzt, da ich eine Teezeremonie für euch machen wollte, wieder habe ich es getan und freue mich darauf, nun zum ersten Mal wirklich pestizidenfreien Bio-Tee nutzen zu dürfen. Sehr gespannt. Also bitte setz dich, mach es dir gemütlich und ich freue mich, dir nun einen Tee in super Qualität anbieten zu dürfen. Riecht auch schon gut. Guck mal. Dafür hier eine Tea Bowl. Die habe ich auch von Xiaoyan Tea zur Verfügung gestellt bekommen. Und hier wollen wir dann gleich unseren Tee draus trinken. Kann übrigens 6 bis 8 Mal wieder erneut aufgebrüht werden. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen in die Tea Bowl getan. Ist das eine gute Menge? Ja, oder? Ich hätte hier auch noch so ein cooles Sieb zur Verfügung. Das finde ich sehr, sehr schön. Brauchen wir jetzt dafür gerade nicht, aber ich fand es einfach ganz schick. Also dann sind wir mal gespannt, was passiert, wenn der Tee das heiße Wasser auf den
nutzt diesen Moment für uns. Wenn du möchtest, kannst du die Augen schließen und dich auf diesen Moment konzentrieren. Sehr schön zu beobachten, wie die Teeblätter sich langsam öffnen. Dampf wie Rauch aufsteigt und es angenehm duftet. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Teeblätter genommen. Also es macht auf mich den Eindruck, dass recht viel ist. Aber man kann den ja mehrmals wieder aufbrühen. Der Gregor von Xianti hat mir erzählt, dass es ein gutes Gefühl ist, wenn man Tee trinkt, sich mit den Pflanzen verbunden fühlt und weiß, dass diese von einem wunderschönen Ort stammen, einem ruhigen Ort, einem Ort auf über 2000 Metern Höhe. Den Bergen. Es bringt eine so unglaubliche Ruhe und Gelassenheit mit sich. Und es ist unglaublich schön zu sehen, wie die Blätter so aufgehen. Als würde man einen Garten haben und da Pflanzen anpflanzen, die immer größer und schöner werden. So blühen auch diese richtig auf. So. Und dann ist es so, dass wir uns nun diesen Tee hier teilen dürfen. Ich überlasse dir gerne den ersten Schluck. Nimm auch gerne wirklich wahr die Wärme, den Dampf, den wunderschönen Geruch. Probier einmal. Okay, ich habe definitiv zu viele Blätter reingetan. Aber es schmeckt sehr, sehr gut. Als würde ich gerade auf einem Berg sitzen, mitten in der Natur und diesen Tee ganz frisch genießen. Ein wirklich sehr schöner Moment.
so schönes Gefühl, absolut im Genuss zu sein. Darfst auch gerne die Wärme spüren, den Duft auf dich wirken lassen und den Moment völlig genießen. Alles andere ist jetzt egal. Ganz, ganz, ganz weit weg. Zählt es dieser Moment, in dem du völlig für dich und ganz im Genuss bist. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ob du gerne Tee trinkst, eher Beutetee oder eher lose. Und ob du auch manchmal so eine richtige Teezeremonie machst, wo du wirklich ganz bewusst den Tee trinkst, diesen Genuss auch wahrnimmst. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Giant Tea, dass ich diesen zur Verfügung gestellt bekommen habe und gebe den auch sehr gerne an euch weiter. Wahrscheinlich morgen werde ich diesen Tee verlosen. Und ich werde meinen auf jeden Fall jetzt weiterhin ganz bewusst genießen. Es ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Und wünsche dir damit einen wundervollen Tag. Ganz viel Entspannung. Deine Sophie.